Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 19 mit der Karriere beim 1. FC Magdeburg. Das letzte Spiel haben wir leider nur 3:3 gegen Karlsruhe gespielt und ich habe jetzt, wie angekündigt, die Taktik etwas verändert. Man sieht es hier schon. Ja, ich hoffe, das läuft mit der jetzt ein bisschen besser. Gucken wir mal. Zunächst mal setzen wir unsere Rotation 2 ein. Komm her, Rotation 2. Müssen wir noch ein bisschen was umändern. Weil manche Positionen nicht so sind, wie sie sein sollen. Da müssen wir mal auf schnelle Aufstellung gehen. Hallo. Oh, ich sehe die Maus nicht so gut. Das nervt. So, schnelle Aufstellung. Fangen wir mit der 2 an. Das passt alles. Aber hier. Rechtes Mittelfeld und offensives Mittelfeld müssen getauscht werden. Mal gucken, was haben wir denn hier für einer? Theo Wehn, das ist rechtes Mittelfeld. Da müssen wir erstmal gucken. Kommt der Adli rein? Zack. Und hier kommt der Theo Wehn rein. Na komm her. Wo ist denn der jetzt? Achso, ja. Teuwin, genau. Teuwin oder Theowin, wie man es sagt, ist egal. So, speichern. Und hier machen wir das mit der 7 und der 10. Da kommt erstmal der Amiri hier rein. Ganz klare Sache. So, und hier kommt, na komm her. Hier kommt dann der Schuppel rein. So, dann passt das auch. Speichern wir ab. Und dann ist es gut so. So, jetzt tauschen wir hier nur die rechts und den offensiven Mittelfeld. Also, Adli tauscht mit. So, jetzt haben wir es. Okay, jetzt spielen wir im Textmodus gegen Fortuna Düsseldorf und zwar so. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Wenn das jetzt wieder nicht hinhaut, dann tauschen wir mal den Trainer aus. So, neuer Manager-Level, da bin ich mal gespannt, welchen haben wir denn jetzt? Manager-Level 4, abgewertet, toll, schön, freut mich. Freut mich zweites, naja, wie auch immer. Okay, wir machen die A-Jugend spielt genau wie die erste. Mensch, Junge, es ist immer nicht so hinhaut, wie ich es möchte. So. Assistent. Wie die erste, danke. Und tschüss. B-Jugend, auch wie die erste. So. Wie die erste. Aktuelles System beibehalten. So, jetzt passt das und ab in die Trainingswoche. Hinein. Die A-Jugend hat schon 4:1 gewonnen, da klappt die Taktik in Frankfurt. Das ist erstmal irrelevant. So, mal gucken, was sie. Gleich mal alles lesen. Genau. Das ist auch erstmal relevant. Das ist alles erste Liga. So. Zack. Nochmal. So, jetzt lesen wir erstmal unsere Nachrichten. Reserve Freiburg 2 gegen Magdeburg haben wir 3:1 gewonnen, das ist sehr gut. Scouting abgeschlossen, Sebastian Luperto ist noch angeschlagen, das ist immer einer aus der zweiten, oder? Ja, das ist einer aus der zweiten.
Keine verletzten Spieler mehr, das ist sehr gut. Choppel ist wieder fit. A-Jugend hat gewonnen. Kann man eigentlich nicht schlecht meckern, würde ich mal sagen, nicht? So. Naja. Okay. Also das ist eigentlich unsere Jugendcamps. Da ist nichts weiter. Ist ja völlig legitim eigentlich. So, jetzt geht's gegen Düsseldorf im Textmodus. Da bin ich mal gespannt. Na, da bin ich doch mal gespannt. Ah, wo ist denn jetzt hier? Hab ich schon gesagt, dass ich das nicht mag mit der Maus? So, Textmodus. Erstmal pausieren. Taktik. Volle Kanne, Hoshi. Volle Kanne und voll lang. Zack, langer Hafer und aber kein also durchschnittliches Risiko. So, dann wollen wir nicht mal sagen, immer voll drauf gehen, Jungs. Achso, sollten wir auch vielleicht noch weiter spielen lassen. So, weiter. Benito Brahman, gelbe Karte. Ja, Düsseldorf ist stärker. Und Einzel für Düsseldorf, das war so klar. Oh Mann, ey. Das kann nicht sein. Kann so nicht funktionieren. Das gefällt mir absolut gar nicht. Null bis gar nicht. So eine Schande. Das ist nicht mehr feierlich. Und jetzt kommt das 1-1, oder? Jawohl, 1-1. Durch. Zeisiger. Ah ne, Zeisiger, nicht Zeisiger. Zeisiger. Naja, wenigstens das 1-1 gemacht. Ist das schon mal viel wert. Verletzt Benito Raman. Will man nicht, braucht man nicht, fahrt damit. Benitez für Raman. Immer noch stärker als wir. Guter Keeper. Sehr guter Keeper, also erstmal eingelullt, also ruhig spielen. Glanzparade von Rüstel. Ja. War ja klar. Oh, Schärfer verletzt. Sinn des Moseris, eine tolle Wurst. Schön. Ah, da kommt doch wieder Freude auf den Innenverteidiger. Mein Kapitän. Quenza rein. Zack. Nein, nein, hinein! So, weiter. Ach, schade. Schade, 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 sagt die Made. Okay, 1-0-1. 1-2-1. Ja, gucken wir mal. Wir stellen mal die Taktik um. Also das heißt, wir spielen jetzt mit 50%. Nochmal 50%, nicht 49%. Ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Zu heiß gebadet oder was der? Unglaublich. So. Co-Trainer macht die Auswechslungen und Co-Trainer sagt auch an, nach hinne. So, und weiter geht's.
So, jetzt geht es wieder voll drauf. Und alle Ersatzspieler werden zum Aufwärmen geschickt. So läuft das, nicht anders. Aussetzung, Matthias Schuppel geht raus. Der andere kommt rein. Galvez in der Verteidigung. Seferovic. Ja, so ist das. Das gefällt mir nicht, Jungs. Das gefällt mir nicht. Ach, wo ist denn jetzt meine Maus, ey? Oh, wenn man was ändern will. Wo ist sie denn jetzt? Da war sie doch. Hallo, Maus. Da. Gut, dann wollen wir jetzt mal wieder ein bisschen ruhiger spielen. Glanzparade von... Fernandes von Düsseldorf. Noch 10 Minuten. Sehr gut, dann wollen wir jetzt mal volle Kanüle spielen. Volle Kanausche nach vorne. Jetzt ein paar Minuten. Jetzt kommt das 2-1 für Düsseldorf, pass auf, was ich sage. Meistens so. Oh, Glück gehabt, noch gerettet. Oh Mann, 1-1. Naja, wenigstens wieder ein Unentschieden. Wird immer lächerlicher, ey. Naja, wir müssen uns da rauskämpfen. Ich werde jetzt mal den Trainer wechseln. Das ist jetzt meine erste Maßnahme. Jetzt mal gucken, was wir überhaupt an Trainern haben. Dann geht es dann morgen weiter mit dem Spiel gegen Heidenheim im Videotextmodus. Genau. So. Dann wollen wir erstmal die Rotation ändern. Ich muss aber gerade nochmal bei der Taktik gucken. Der nämlich hier auf 59% statt auf 60 ist. 49% statt auf 50. So. So, 50%. Speichern wir das ab? Wir speichern das ab. 442 Raute. So, zack, zack. Okay, jetzt passt. Erstmal wechseln wir unsere Rotation, nehmen wir unsere Rotation 1 wieder rein. So, und dann wird beide Co-Trainer getauscht. So, 95 und 97 hat der eine, der hat 95, der andere hat 97, der wird entlassen und tschüss, und der wird auch entlassen und tschüss. So, jetzt werden erstmal zwei neue eingestellt. Ich hoffe, die kommen noch vor dem nächsten Spiel. So, was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Müssen wir mal gucken. Also, ein 98er, das ist unser Alter, glaube ich. 442 normal. Taktik. Ne, Taktik brauchen wir nicht. Spielertraining. Was haben wir da? 433 defensiv, 433 defensiv 2. Brauchen wir nicht. Wolle man nicht. Brauchen wir nicht, fort damit. Was haben wir hier? 442 Raute, ja, das, den nehmen wir erstmal. Angebot unterbreiten, natürlich. So, den nehmen wir erstmal hier, volle Kanne unter Vertrag. Volle Kanne Hoshi. So, 650.000, so, den hätten wir schon mal. Dann hätten wir den. So, jetzt kommt der nächste. Eitel 451 Classic. Nein. 443 Offensiv. Nein. Nein. Oh, jetzt wird die Sucherei geht jetzt los. Wir brauchen 442 Raute. Also ich nehme meistens immer die richtige oder ungefähre Taktik, die ich spiele. Gut, dann nehme ich Raute flach. Nein, Raute flach wollen wir nicht. Aber den nehmen wir trotzdem für die Abwehr, wird er dann trainiert. Dann trainiert er die Mimifi-Rakete. Das reicht ja dann auch. So. Und Raute flach ist ja ungefähr so wie Raute.
So. Und er hat 5 Sterne. Das ist auch so ein Grund, warum ich ihn nehme. So, okay. Dann war es das für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir stellen noch gerade auf erste Mannschaft um. Zack. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns dann morgen beim Spiel gegen Heidenheim wieder. Bis morgen dann. Ciao, ciao.